Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Brinkmann und Asmuth. Und Sie wissen, das ist die Diskussionssendung auf TV Berlin, wo wir beiden Moderatoren uns selten einer Meinung sind. Jedenfalls versuchen wir das immer, dass wir uns ein bisschen in die Haare kriegen. Und zwar mit Gerion Asmuth von der Taz. Und Peter Brinkmann von TV Berlin. Und heute haben wir eingeladen einen Mann, der gerne mehr werden möchte, als er heute ist. Heute ist er Landesvorsitzender und vielleicht möchte er gerne Bürgermeister werden dieser Stadt. Und Jan Stöß, Landesvorsitzender der SPD. Aber der Vorsitzende, der erste Bürgermeister, ist schon ein SPD-Mann. Bisschen schwierig. Aber wollen Sie es werden? Die Wahl ist in 1,5 Jahren und man muss sich ja jetzt so ein bisschen vorbereiten. Also ich glaube, das ist ziemlich geklärt, dass Michael Müller unser Spitzenkandidat sein Schade, wird. Schade, können wir die Sendung jetzt beenden? Also, aber wir können ja ein bisschen drüber reden, was sich die SPD so vorgenommen hat mit Michael Müller. Und das ist ja einiges. Wir und haben ja mitbekommen, Stöß, natürlich. Es läuft ja für die SPD gerade ziemlich gut. Wir haben Lauf und die ersten 100 Tage des neuen Senats können sich ja sehen lassen. Also, Herr Müller hat die Tage bei Facebook so einen Post rausgeschickt, als sie ihre Fraktionsklausur hatten. Da stand, glaube ich, von Bild.de, Müller alle weg. Und Müller hat drüber geschrieben, läuft. Also das ging so um parteiinterne Konkurrenz, nehme ich mal an. Nee. Das ging nicht um parteiinterne Konkurrenz, sondern wir haben, Umfragen bekommen. Herr Güllner, das ist ja eine Nachricht für sich, Manfred Forsa. Güllner von Forsa, war zum ersten Mal, glaube ich, seit über 10 Jahren mal wieder bei der SPD. Das hatte ein bisschen geknirscht. So, jetzt war er da und hat gute Zahlen mitgebracht. Wir hatten über die Olympia-Umfrage gesprochen, aber vor allen Dingen über die Werte in Berlin. Mhm. Und da haben wir gesehen, das läuft, das ganz gut trifft, weil das Zutrauen der Berlinerinnen und Berliner in die SPD deutlich gewachsen ist. Und da wird, glaube ich, auch honoriert, dass einiges, was der neue Senat jetzt vorangebracht hat, eben auch ankommt. Aber jetzt nochmal zurück zur Ausgangslage. Sie wollten ja eigentlich jetzt ungefähr 100 Tage regierender Bürgermeister sein. Sie sind es nicht. Jetzt läuft das total klasse. Herr Müller kommt super gut an und von Jan Stöß spricht überhaupt niemand mehr. Freut Sie das eigentlich so richtig toll oder sitzen Sie dann doch ein bisschen neidisch in der Ecke und sagen auch noch, naja, ich wollte ja auch noch eigentlich ein bisschen andere Nuancen in der Politik. Ich wollte meine Partei ein bisschen mehr nach links und also jetzt kommt Herr Müller und spricht den Normal-Berliner an. Erstmal haben Sie mich ja heute eingeladen. Das ist ja schon eine Auszeichnung. Deshalb würde ich da widersprechen. Ja, das merken wir, dass Sie sagen, also es redet niemand mit mir. Das ist nur wirklich Quatsch. Nee, es ist doch völlig klar, das war ein sportlicher Wettbewerb und ich glaube, das hat auch der SPD gut getan im letzten Jahr, dass wir das so gut miteinander hinbekommen haben. Also war es ein hervorragendes Opfer von Herrn Stöß, dass er sich da eingebracht hat, um den Müller... Also da haben Sie Demokratie, glaube ich, nicht richtig verstanden. Das ist eben so. Demokratie lebt auch davon, dass es mehrere Kandidaten gibt. Einer hat gewonnen, der ist jetzt unser regierender Bürgermeister und unsere Nummer eins. Und da gibt es gar nichts dran zu bekritteln und die Mannschaft stellt sich hinter ihm auf. Und ich glaube, das ist auch eine Erfolgsbedingung dafür gewesen, dass es eben jetzt auch ganz gut aussieht, dass es eben keinen Streit gibt, sondern eine große Geschlossenheit hinter unserem regierenden Bürgermeister. Dass der SPD-Landesvorsitzende in der Berliner Landespolitik ungefähr gerade die Stellung hat wie früher bei den Grünen, da war das völlig egal, wer Landesvorsitzender ist. Wichtig ist alles, was im Abgeordnetenhaus passiert. Das stört Sie jetzt gar nicht. Also mit den Grünen uns zu vergleichen, das grenzt ja an eine Beleidigung. Ja, deshalb haben Sie gesagt. Deshalb würde ich das natürlich zu Also, Herr Kollege, das würde ich immer auch so sagen. Also, da wollen wir mal einen sauberen Strich ziehen. Aber liegt es nicht daran, dass die Werte für Herrn Müller so gut sind, an der Person nur von Herrn Müller und von der SPD, die ist dann nochmal eben die Partei, der Herr Müller angehört. Wenn ich mir den Bund angucke, da haben wir tolle Leistungen oder hat die SPD tolle Leistungen gebracht, jedenfalls aus Sicht der SPD und es passiert überhaupt nichts. Naja, wir haben, ich glaube in Berlin kommt das zusammen. Wir haben einen Spitzenmann, der gut ankommt, wo man merkt, dass die Berlinerinnen und Berliner ihm auch vertrauen. Es wird was vorangebracht. Ja, wir sehen das jetzt, dass wieder investiert wird, dass in den Bezirken die Mittel gestärkt werden. Das war ganz klar mit dem neuen Bausenator Andreas Gasel beim Wohnungsbau da sehr eindeutig sind. Dass wir jetzt die Jugendberufsagenturen auf den Weg gebracht haben. Und dass wir uns zum Glück nicht mehr um Olympia kümmern müssen. Dass die Jugendarbeitslosigkeit bekämpft wird.
Ja, also das kann man ja auch mal so stehen lassen, wenn wir mal so zur Kenntnis nehmen, dass das Dinge sind, die sich die SPD auch lange vorgenommen hatte, die jetzt umgesetzt werden. Ja, ja, es ist immer toll, wenn eine Partei, die seit 100 Millionen Jahren an der Regierung ist, wir haben uns so, zu einem Punkt kommt, 100 Millionen haben wir uns lange vorgenommen. Naja, also ich müsste jetzt schnell zurückrechnen und mal überlegen, wann sie das letzte Mal nicht an der Regierung waren in Berlin. Das war so Vormauerfall oder... Dübke. Ja, überlegen Sie nochmal. Kurz nach dem Morgen. Und wenn Sie jetzt also sagen, das sind Dinge, die wir uns lange vorgenommen haben, fragt man sich immer ja, warum brauchen Sie so lange, um sich Dinge vorzunehmen? Und das andere ist, wenn wir jetzt mal zur Wohnungsbaupolitik kommen, da frage ich mich wirklich, warum ist das alles so langwierig? Also Sie fangen jetzt irgendwie an mit kleineren Wohnungsbauprogrammen etc. hier und da Dinge irgendwie aufzustellen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, da kommt nicht viel mehr dabei rum, als alte Fehler zu wiederholen, die immer in der Wohnungsbaupolitik in den letzten 20, 30 Jahren schon gemacht worden sind. Also ich glaube, das ist nicht die richtige Wahrnehmung. Erstmal, bauen kostet immer Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen, dass man die Wohnung zur Verfügung hat. Aber wir haben die Weichen jetzt richtig gestellt. Und ich glaube, dass tatsächlich die letzten Jahre ja doch ganz klar davon gekennzeichnet sind, dass wir alle Anstrengungen gebündelt haben, um wieder mit den landeseigenen Gesellschaften zu bauen, dass das Bauen beschleunigt wird. Und jetzt eben auch ganz klar, dass Andreas Gasel da klipp und klar gesagt hat, wenn es da vor Ort Widerstände gibt, die dazu führen, dass die Bautätigkeit eben nicht in Gang kommt, dann ziehen wir dieses Verfahren auch mal an uns und dann wird der Senat auch handeln und auch die Bautätigkeiten auf den Weg bringen. Konkretes Beispiel ist da der Mauerpark. Da streiten sich die Leute gerade richtig heftig darum, ob da ein großes Areal im Norden irgendwie bebaut werden soll oder nicht. Ich habe den Eindruck, das größte Problem ist nicht daran, dass es überhaupt bebaut werden soll, ja oder nein, sondern die Art und Weise. Also da gibt es eine dichte Bebauung, da gibt es einen Großinvestor, der das alles wieder durchzieht und da gibt es ein großes Misstrauen aus der Bevölkerung heraus, dass da letztendlich wirklich Da hängen sie immer denselben Klischees nach. Also es ist so, dass dort auch ein Anteil an bezahlbarem Wohnraum entsteht, dass es eine große Beteiligung auch dabei gibt, die Grünanlage herzustellen und die Wohnungen werden gebraucht, gerade die im bezahlbaren Segment dort auch entstehen sollen, die werden jetzt gebraucht. Da kann man nicht immer sagen, wir warten ab und machen noch eine Diskussionsrunde und noch eine Bürgerbefragung. Die Wohnungen werden jetzt gebraucht. Die Frage ist ja eher, warum muss man da Wohnungen bauen, die gebraucht werden, klar im niedrigen Segment, plus ganz viele andere, die teuer sind. Weil wenn ich mich in der Stadt umgucke, gebaut wird ja an jeder Ecke. Dummerweise sind das alles Wohnungen, die ich persönlich mir zum Beispiel nicht leisten kann. Das ist das Modell. Und warum muss dann eine Landesregierung sich hinstellen und solche Projekte noch unterstützen, anschieben etc., wo am Ende doch relativ wenig bei rauskommt, anstatt zu sagen, okay, wir konzentrieren unsere Kräfte explizit darauf, Wohnungen zu bauen, die wirklich zu niedrigen Mieten hinterher weitergegeben werden können. Das ist das Modell der kooperativen Baulandentwicklung, so nennt sich das. Wenn jemand baut und vielleicht auch für Leute baut, die ein bisschen mehr verdienen, soll der eben auch was dafür tun, dass für kleine und mittlere Einkommen was entsteht. So. Und diesen städtebaulichen Vertrag, den man da abschließt, den umzusetzen, der setzt natürlich voraus, dass auch ein paar Wohnungen zu höheren Mieten gebaut werden. Das hat in Hamburg erfolgreich funktioniert, das funktioniert in München seit Jahrzehnten erfolgreich und das wollen wir eben in Berlin jetzt auch verstärkt umsetzen. Und was am Mauerpark dort entsteht, ist dafür ein gutes Beispiel. Da werde ich aber skeptisch, wenn ich München höre. München ist bekannt als die Stadt mit den höchsten Mieten. Wieso hat das da erfolgreich funktioniert? Ich frage mal den SPD-Landesvorsitzenden, wenn man Hamburg anguckt mit Olaf Scholz, der die Wahl gewonnen hat, eben damit, dass er schneller als die Berliner Wohnung gebaut hat. Wieso, Frage 1, geht das in Hamburg? Warum geht das nicht hier? In Hamburg kann man ja allerdings auch sehen, dass die Mieten dort deutlich höher sind als in Berlin. Und die Politik wird jetzt eigentlich in Hamburg und Berlin durchaus parallel gefahren. Wir machen vieles, was in Hamburg funktioniert hat, hier auch. Berlin hat aber zum Beispiel mit den landeseigenen Gesellschaften auch jetzt schon wirklich seit einigen Jahren deutlich den Ehrgeiz, auch wieder zu investieren, den Bestand zu sanieren. Und dabei die Mieten trotzdem stabil zu halten. Ich glaube, dass das für die Berliner SPD ein ganz zentrales Thema sein wird. Das muss ich auch sagen. In der Perspektive zu 2016. Sie haben gesagt, es funktioniert alles wunderbar in Hamburg und Berlin. Wie gesagt, da könnte man skeptisch werden, wenn man auf die Mietpreisentwicklung sich in diesen Städten
fokussiert. Es gibt auch andere Beispiele, auch super sozialdemokratisch, da muss man ein bisschen über die Grenze gucken, nach Österreich. Die haben das eine Wohnungsbaupolitik, die auf sogenannten revolvierenden Wohnungsbaufonds beruht. Das heißt, eine öffentliche Kasse gibt Geld in ein Haus, das wird gebaut und das Geld, was damit verdient wird, geht nicht an irgendeinen Privatinvestor, wie es in Berlin fast überall so ist, sondern fließt zurück in den Fonds und die nächsten Wohnungen werden damit finanziert. Das ist sozialdemokratische Wohnungsbaupolitik. Dummerweise haben sie es hier noch nie gemacht. Die in der Tat in Wien seit vielen Jahrzehnten konsequent praktiziert wird. Und da werden wir uns auch ein Beispiel dran nehmen. Wir wollen vieles, was anderswo erfolgreich funktioniert, eben auch bei uns in Berlin praktizieren. Man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, dass es in Berlin natürlich nochmal andere Brüche und Umbrüche gegeben hat und auch Fehler gemacht worden sind. Ich glaube, das kann man auch eingestehen, die Privatisierung der GSW zum Beispiel, das würden wir heute nicht mehr machen. Einige Fehler, die passiert sind, zum Beispiel auch bei der Teilprivatisierung der Wasserbetriebe, die korrigieren wir ja jetzt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man merkt, also das finden die Berlinerinnen und Berliner gut und deshalb wächst ja auch die Unterstützung für die SPD. Aber nochmal, warum wird an so kleinen Sachen rumgedoktert, anstatt zu sagen, okay, wir brauchen jetzt wirklich eine große Wende. Da gibt es ein Modell in Österreich, die schaffen Neubaumieten mit unter 5 Euro pro Quadratmeter. Das ist sensationell. Und wo bleibt die Reaktion in Berlin? Das wird seit 2 Jahren in irgendwelchen Fachkreisen diskutiert. Und diese Frage werden wir gleich nach der Pause beantworten, denn wir sind ja ein Privatsender, das wissen Sie. Wir müssen ein bisschen Geld verdienen und wir beide, Gerion Asmuth von der TAZ, Peter Brinkmann, TV Berlin, befragen heute den Landesvorsitzenden der SPD, Jan Stöss, wie es weitergeht. Und ich hoffe, die Antwort, wie auch Berlin ganz günstige und bezahlbare Mieten bekommt, die kann uns der SPD-Chef heute geben. Bis gleich. Werbung dauert nicht lange.